17 Uhr. Der Server wiped. Alle sind angespannt und haben Bock. Endlich kann es losgehen. Die Massen spawnen und jeder hat einen Plan. Einen Basebot, zu dem er möchte. Und ich hatte auch einen. Aber nicht immer geht der Plan auf. Aber bevor es jetzt so richtig losgeht, erst noch ein kurzes Wort zum Sponsor des Videos. Undawn ist ein kostenloses Open-World-Survival-RPG aus dem Hause Lightspeed Studios, den Machern von PUBG Mobile, spielbar auf dem Handy und per Crossplay auch auf dem PC. In Undawn geht's ums Erkunden, Schießen, Überleben, Craften und Basebauen. Ihr stellt euch im Charaktereditor einen Charakter und könnt dann zusammen mit euren Freunden auf der Suche nach Loot fette Massen an Zombies wegschnetzeln und das ein oder andere Abenteuer erleben. Neben herkömmlichen Zombies gibt es natürlich auch fette Bosse, sogenannte Stage 3, 4 oder 5 Zombies, die euch mal so richtig schwitzen lassen. Und natürlich müsst ihr euch auch vor anderen Spielern, die euch auflauern und abzocken wollen, in Acht nehmen. Zwischen dem Erkunden, Looten und der ganzen Action könnt ihr auch noch entspannt eure Base bauen und zombiesicher machen. Die Welt, in der das postapokalyptische Survival-Szenario spielt, ist knapp 10 Quadratkilometer groß und sieht dank Unreal Engine 4 richtig gut aus. Der Release ist am 15. Juni, aber über den ersten Link in der Videobeschreibung könnt ihr euch jetzt schon vorab registrieren. Je mehr Leute sich vor dem Release anmelden, desto mehr Boni gibt's zum Start für alle. Also, checkt's aus. Vielen Dank, Undawn, und los geht's. Der Tag des Wipes ist immer der spannendste Tag des Servers. An diesem Tag, in den ersten Stunden, entscheidet sich meistens schon, wer geradet wird und wer den Wipe überlebt. Die Rede ist natürlich von der Wahl des Spacebots. Naja, sofern man von einer Wahl sprechen kann. Denn oft ist man nicht der Einzige, der sich einen bestimmten Spot ausgesucht hat. Und am Ende kann nur einer ihn kriegen. So war es auch in meinem Fall. Der Serverstart ist der wichtigste Moment des gesamten Wipes. Unter keinen, also ich meine wirklich überhaupt keinen Umständen sollte man den also verpassen. Und ja, ich geb's zu. Ich war etwa 2 Stunden zu spät, denn der Dödel Simi hat sich in der Zeit vertan. Aber hoffnungslos verloren war mein Start an diesem Punkt noch nicht. Der Basebot, den ich mir rausgesucht hatte, hat nämlich ein paar Tricks und Kniffe. Also, hier ist der Punkt. Der Eingang, an dem ich gerade war und an dem ein Tor und scheinbar auch schon Turrets stehen, das ist nur der Hintereingang des Spots. Um genauer zu sein, der Ausgang. Der wahre Eingang ist unter Wasser in einem See. Von dort aus kommt man in eine Höhle. Am Ende der Höhle befindet sich dann ein Labyrinth. Das ist ausgestattet mit Pfeilen. Granaten fallen von der Decke, Pfeile schießen von der Seite, Fledermäuse und Skorpione spawnen in dir drin. Wenn man dem Labyrinth jetzt bis nach ganz oben folgt, dann kommt man zu einem Knopf. Und dieser Knopf öffnet eine Tür. Wichtig zu wissen ist auch noch, dass dieser Knopf nur von innerhalb des Labyrinths betätigt werden kann. Und deshalb ist der Hintereingang auch der Hinterausgang, weil es eben kein Eingang ist, sondern nur ein Ausgang. Entweder ich schwimme da jetzt rein und komme an und kann sie raiden von hinten. Oder ich bretter in die nächsten Turrets und... Und bin dead.
einmal konzentrieren. Komm ab. Scheiß drauf, Digga. Scheiß drauf, scheiß drauf. Piranhas sind hier. Gutes Zeichen. Bitte keine Turrets. Die haben mir nicht den Hintern geklärt. Ich kann die von hinten raiden. Die haben den Hintereingang nicht geclaimt. Oh, geht mir jetzt der Puls. Nee, 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 nee. Komm, lass es, lass es. Bitte lass es. Bitte let me. Getriggert. Ich höre die Pfeifen. Vorsicht vor der Falle. Vorsicht vor der. Was deren Foundation? Wait a minute. Ich kann die Tür öffnen und bin dann in deren Base. Die Wall fett. Da kommt er wieder. Crazy. Da oben sind zwei Turrets. Oh, scheiße. Und wann gehe ich rein? Da kommt sein Mate. Da kommt sein Mate. Es sind zwei. Okay, 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 okay. Ihr könnt es euch sicher denken, aber mit meinem Ledergear in Turrets rennen war nicht die beste Idee. Ich bin durchs Labyrinth zurück, um mir schnell ein Trike und eine Carbo zu zähmen. Oh, und noch was. Unten am Eingang in der Höhle gibt es nur einen einzigen Spot, wo man eine Foundation bauen kann. Genau da. Ich wollte mich auch vorbereiten, um mir unten einen kleinen Außenposten reinzubauen. Mit dem Ziel, den natürlich dann zur Mainbase umzutransformieren. Denn am Ende des Tages wollte ich den Spot. Auch wenn das heißt, dass ich drum kämpfen muss.
war eine halbe Stunde weg. Ich war nicht mal eine Stunde weg. Das ist wohl das, was man Glück im Unglück im Glück im Unglück nennt. Ich wollte einen Basepot haben, der bebaut war. Zu meinem Glück allerdings wussten die Vorbesitzer der Höhle nichts von dem geheimen Hintereingang. Ich bereite also alles vor und möchte die Jungs raiden, nur um dann wiederzukommen und festzustellen, dass irgendjemand eine Sekunde schneller war als ich. Naja, mal hat man eben Glück, mal Pech und mal den Arschbohrer. Ich gebe zu, ein bisschen traurig war ich schon. Ich hatte mich auf guten Startprofit und ein bisschen Action gefreut. Die habe ich leider nicht bekommen. Aber der Basepot gehört jetzt mir und das ist auch was wert. Die nächsten Stunden über habe ich mich rangemacht und alles vorbereitet, was man vorbereiten muss. Ich habe richtig gespeedrunnt und in Fachkreisen nennt man das Power Game. Noch am selben Abend standen meine ersten Turrets und der Anfang meiner Wall. Zeit für den spaßigen Teil. Denn heute Mittag, als ich gespawnt bin, habe ich noch eine Startbase gefunden. Und die checke ich jetzt aus. Ich muss sagen, ich kann nicht ganz glauben, dass ich echt auf dem Frosch hier lang reite. Aber es ist kein gewöhnlicher Frosch. Es ist immer noch ein PvP-Frosch. Hier ist gut, oder? Yes, oh yes. Fuck yes. Okay. Alter, das Metal. No way! Geil. Mega geil. Jawohl. Wo ist der Fabricator? Bitte, Beute, 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 Beute. Was? No way. Bruder. Ist nicht dein Ernst. Das Wichtigste ist im Mesh. Der Klassiker. Shit. Ich zieh ab. Auch wenn ich geargt wurde und der beste Loot vermutlich bis heute im Fabricator im Mesh liegt. Irgendwie geben die Ressourcen einem ja doch einen Kick. Ich meine, denk doch mal drüber nach. Was würdest du tun, wenn es 2 Uhr nachts ist und du gerade einen Haufen Ressourcen gelootet hast? Für mich ist die Antwort ganz klar. Die Nacht durchmachen und eine Base bauen. Gut, vielleicht ist das nicht die Antwort, die ihr mir jetzt gegeben hättet, aber ich mach das hier immerhin als fucking Job. Und wenn meine Base am nächsten Morgen geradet ist, dann war's das mit meinem Job. Es ist einfach 6.49 Uhr. Heilige Scheiße. Es reicht. Oh yes. Baby. Da ist es. Level fucking 100, Digga. Yes, 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 Digga, yes, 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 yes. Also habe ich noch auf Heavies geschwitzt. Nebenbei habe ich dann beim Perlenfarmen auf Scorched Earth noch ein paar Startbasen gefunden. Nichts Großes, aber ein C4 ist es wert. Puh.
Und natürlich lerne ich auch aus den Fehlern meiner Gegner. Dann wollen wir mal. Den Hintereingang ungeschützt lassen wollte ich nicht. Im Worst Case ist das nämlich der Weg, über den ich abhauen kann. So. Hier gibt es nämlich einen Trick. Man kann nur hier bauen. Hier überall geht nicht. Das heißt, ich muss mir den Support von hier rüberziehen. Und nicht nur das. Mein Plan sah es nämlich vor, das gesamte Labyrinth zu bebauen. Turret Tower in versteckten Ecken, kombiniert mit den Fallen, die sowieso im Labyrinth waren. Das war meine Strategie. Hier muss ich so aufpassen. Wenn ich den oder den Knopf drücke, indem ich drüber laufe, spawnen hier oben Fledermäuse und alles andere, was man nicht so in der Base haben will. Das ist ein fetter Nachteil. Und wenn Gegner hier in diesen Abteil kommen, können sie basically oben meine Base mit Viechern zuspawnen. Damit das nicht passiert, werde ich hier den Main Loot Room bauen. Und damit stand mein Plan fest. Ja. Es war zwar immer noch gottlos spät, aber ich wollte einfach noch nicht aufgehen. Puh. In Ark gibt's immer was zu tun. Und ich kann mich einfach nicht mit einem guten Gewissen ausloggen, wenn die Base nicht fertig ist. Ich habe den Support von ganz oben durchs Labyrinth mittlerweile bis hier gezogen. Manche meiner Freunde sagen mir, das wirkt leicht psychotisch. Ich finde, ich gehe einfach nur übelst ab. Das ist nicht ideal. Aber fürs Erste okay, I guess. Das wird's fürs Erste wohl sein. Man darf eine Sache nur nie in Ark unterschätzen, denn völlig egal wie spät es ist, am Ende des Tages oder besser mitten in der Nacht, ist man nie alleine auf dem Server. Ich fight ihn mal nicht. Hab grad was anderes vor. Sehr gut.
Das war also der Plan. Und die Lightning Wyvern war das Zeichen, das ich brauchte, um zu verstehen, dass ich genug für die Nacht habe. Beziehungsweise mittlerweile den Morgen. Was ich damit sagen will, ist, dass ich ins Bett gegangen bin, okay? Ein schönes Gefühl. Die Base steht noch. Jetzt war ich auf der Suche. Auf der Suche nach ein paar Raids. Nicht nach solchen Raids. Sondern nach richtigen Raids. Full Tech. Aber da habe ich eine Idee. Und das war der Auftakt für den nächsten Tag. Und den wohl verrücktesten Raid, den ich je gemacht habe. Hier wieder mache, ey, das ist wirklich. Das ist doch krank. Ich höre den Generator. Hier ist kein Damage. Aber ich habe PvP-Cooldown. Und das aimt da ganz oben hin. Hier läuft jemand auf Holz. Läuft einer auf Holz?
Ich muss mit dem reden. Wenn der jetzt auf die Idee kommt, den Scheiß zu zerstören. Ein Meter bevor ich drin bin. Hello, hello, do you hear me? Das Konstrukt, ey, was eine Bestie. Ich muss warten und ihm anbieten, dass wir das zusammen machen. Sonst puncht er meine Structures weg und gut ist. Und das wäre mittelgeil. Hello? Do you hear me? Do you hear me? Jump if you hear me. Okay, okay. I have an offer for you. As you noticed, at the moment, I'm building inside this space with kind of a weird wooden build. What does this mean? And I want to ask you, if you don't destroy this my structures, because I can build, you can help me if you want, and you can also have most of the loot if you want. I don't care about the loot, I just want to raid this. If you want, okay, 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 okay. That's nice. Was für euch mal wieder aussieht wie 2 Minuten reinbauen, hat mich bisher schon 3,5 Stunden gekostet. Well, do you want to come with me? Es wäre also äußerst ärgerlich, wenn er das jetzt kaputt macht. Follow me, but you need to be careful, okay? Go exactly where I go, otherwise you get shot. Come, come. No, no, no! Was für eine Scheiße. Ich will doch nur mein spezielles Bild hier weitermachen. Meine Geheimtechnik. Jetzt muss ich hier auf den warten, weil er sonst wiederkommt und vielleicht aus Langeweile sich denkt, oh komm, dann zerstöre ich das jetzt mal. Das darf nicht passieren, ich muss den abholen. Ob ich Bock habe oder nicht, ich muss seinen Freund spielen. Oh Mann. Ich warte hier auf ihn. Yep, ob ich wollte oder nicht, ich musste seinen Freund spielen. Und glaubt mir, das hatte ich auch wirklich vor. Also stand ich nun da und habe ganze 25 Minuten gewartet. Aber irgendwie kam er nicht. Irgendwann wurde mir das Gewarte zu blöd und ich kam auf die Idee, einfach ein paar Schilder aufzustellen. Auf die Schilder habe ich eine kleine Botschaft geschrieben, in etwa sowas wie, hey, ich raid grad, wenn du helfen willst, dann schreib mich an. Jetzt konnte ich in Ruhe weitermachen. Geht mir einer ab, du Heilige. Hello, hello. Are you my friend? Please be careful, okay? If a tech turret shoots the wood, everything gets destroyed. And be double careful, because here on my layer, it's really hard to build at the moment. Really hard. I'm making progress step by step. Ich habe Schritte gehört. Irgendjemand lief auf meinem Konstrukt. Ich hoffe jetzt mal, das war der, ne? Das Turret hat ihn schon angeguckt. So eine Scheiße. Ich hoffe, das war der. Bitte zerstör nicht.
Bitte nicht. Oh, Scheißdreck. Ich bin eins vor drin. Ich bin eins vor drinnen. Saint. Okay, ich brauche Rockets. Was? Was? Die kann ich nicht mitnehmen. Das ist krank. Tell them to watch it. Now I ain't talking my pockets. Just know we ain't running out the way that we stock it. If I got it, you got it. If I call it, she slide and tell her to mop it. Yeah, I got that shit going. Gefährlich. Das darf nicht passieren. If I got it, you got it. If I call it, she slide and tell her to mop it. Yeah, I got that shit going. Then she took that thing off and bring it around. Going at it till I'm on. Put that nani in a hole, I'm beating it down. I'm back in that bag again. Whoa, whoa. Oh, say less. Yeah. I'm back in that bag again. Yeah, yeah. Yes, boys. Ich bin drin, Junge. Jawohl. Kibbel, Ammo, Charcoal for Days, noch ein Mavic. Oh mein Gott, das gibt's nicht. Oh mein Gott. Ach du Scheiße. Oder was? Okay, ich muss mehrere Trips machen. Ich komm wieder. Was habe ich getan? Hier. Das ist offiziell der krankeste Raid, den ich je gemacht habe. Der heftigste Raid. Ich muss ein drittes Mal kommen. Ich nehme jetzt noch mit, was ich kann. Aber alles Wichtige habe ich raus. Das war offiziell einer der wildesten Raids, die ich je gemacht habe. Und ihr fragt euch sicherlich, was aus dem Typen geworden ist, der mich am Anfang besucht hatte. Ich muss euch sagen, ich weiß es nicht. Kurz nachdem er weg war, lief noch jemand auf meinen Strukturen und war zumindest auf dem Weg runter zu mir. Gesehen habe ich aber niemanden. Ob er das war oder jemand anders, kann ich also nicht sagen. Das Reinbauen war ziemlich kompliziert und frickelig. Der Raid hat ganze 6 Stunden gedauert und es war mittlerweile wieder spät in der Nacht. Ich vermute, er ist einfach offgegangen. Jetzt muss ich den Loot natürlich sortieren. Nach dem Loot sortieren habe ich noch ein bisschen an der Base gebaut und den Hintereingang gedefft. Danach habe ich angefangen, seine Tames und Lines anzuschauen und bin in die Dino-Produktion gegangen. 49 Punkte in HP, was? Die Lines sind krank. Ich brauchte die Tames, denn ich hatte ein neues Problem. Look at this. Da geht's runter in meine Base. Und keine 10 Meter weiter. Geht's in eine der Lost Island Main Caves. Und hier bauen die Boys. Meine Jungs nenne ich sie auch. Und
dann sehen wir. Dass wir es mit einer Tech-Base zu tun haben. Jetzt hatte ich eine neue Mission. Titel der Operation lautet Meine Nachbarn. Und ich hab 31 Tech-Turrets, die ich nicht benutzen kann. Mein Ziel ist es, die zu traden gegen den Carbo-BP. Weil ich habe ganz gute Carbos. Und ich muss leider handeln. Schneller als gedacht und nach ein bisschen hin und her im Chat hat sich tatsächlich jemand gemeldet, der ein Carbo-Blueprint zum Traden hatte. Wir haben uns geeinigt. 15 Tech-Turrets gegen ein BP. Unser Treffpunkt war The Island am Strand. Hallo. Do you want to fly us? Oh no, there's a green drop coming. I have everything in upload. Let's go to the green drop. Mein neuer Trade-Kumpel hatte einen coolen Griffin dabei. Sicherheitshalber waren meine Turrets noch im Upload. Man weiß in Ark nie, ob man abgezogen wird. Und Sicherheit wird beim Power-Semi groß geschrieben. I put one tech turret on top, I had 16 left. No, keep the one, keep the tech turret, keep it. I don't need it. I don't have tech, so you can use it. Thank you, bye bye. Carbo-Sattel in der Tasche. Jetzt wurde es Zeit, mit meinem frisch erraideten Terry ein bisschen Hide zu farmen. Das Hide brauchte ich natürlich, um meine Carbos auch vollständig zu besatteln. Und mit meiner ebenfalls frisch erraideten Schneeeule habe ich meine frisch erraideten Carbos dann noch hochgeheilt. Insgesamt hatte ich jetzt 13 Stück. Ich war durch und mein Plan für den nächsten Tag stand bereits. Mission Nachbar. Okay. Warum steht hier schon eine FOB? Werd ich geradet oder meine Nachbarn? Kommen die mich oder meinen Nachbarn? No way. Und wo gestern Nacht noch eine fette Tech-Wall stand, standen heute nur noch Überreste einer geradeten Base. No way. Was für Loser. Uff. Wofür habe ich vorbereitet? Der TP muss auf jeden Fall weg. Sonst bin ich das nächste Ziel. Top clear. Und ich sag's mal so, also... Wenn die Jungs hier einen Teleporter haben, dann haben die auch irgendwo eine Base auf Lost Island. Das heißt, eventuell muss ich Lost Island absuchen. Und genau das habe ich als nächstes gemacht. Spot für Spot bin ich über ganz Lost Island geflogen und habe alles abgesucht. Die Spots, die ich ausgecheckt hatte, waren aber alle schon geradet, sodass ich am Ende zum Schluss kam, dass die Jungs womöglich unter Wasser bauen. Nur habe ich nichts zum Unterwasser-Raiden. Und, oh, eine kleine Base hatte ich da doch gefunden.
Hello. Hello, hello. Do you hear me? Are you new? Ich war zwar gerade Raid Guy, aber nur weil ich mein Wunschziel nicht finde, heißt das nicht, dass ich Noobs wegballern muss. Ich habe mich bei den Jungs entschuldigt und zurückgezogen, denn zu holen gab's da sowieso nichts. Ich stehe vor denselben Problemen. Die bauen safe unter Wasser. Wo habe ich nichts zum Raiden vor unter Wasser? Kabus. Und jetzt kommen wir zum spannenden Plot-Twist. In Arcade ist immer schneller, als man denkt. Im einen Moment überlegt man gerade noch, wen man raiden möchte. Und im nächsten steht die Action vor der Tür. Yep, jetzt war ich fällig. Alles klar. Ich wusste, dass die Defense im Eingang der Höhle schnell fallen wird. Nur für den Fall habe ich mir schon mal einen Tresor mit meinem besten Loot bereitgestellt. Im Worst Case kann ich so take all und abhauen. Scheiße. Scheiß völlig rein, Alter. Was ist mit mir?
again. Das Witzige ist ja, dass das sein Stego ist. Der Parasaurus an meinem Hintereingang hatte einen Gegner entdeckt. Okay. Der will mich hier einbauen. Spät. Wenn er wieder unten ist, muss ich das hoken. Und zwar am besten so, dass er es gar nicht merkt. Ich darf die auch nicht sprengen. Nur leer hoken. Vielleicht kriegt das nicht mit, wenn er mich unten raidet. Die Frage, ob er Muni holt und wiederkommt. Oder ob er unten ansetzt. Fuck, das wird jetzt ein Wettzug gegen die Zeit. Kriegt er mich schneller geradet? Oder krieg ich meinen Ausgang frei? Ich geh rein. Erstmal aufgehört. Weg, Digga. Und ich weiß auch schon genau wohin. Wer hätte gedacht, dass es hier endet? Und ich war schneller. Mein Loot war jetzt in einem 1x1 im Wald. Ich würde sagen, ich habe meine Chance gut genutzt, aber meine Base
ist noch nicht gefallen. Uff. Und so schnell gebe ich auch nicht auf. Die Fallen machen ihn. Shit. Ist der oben? Ich habe ihn random gekillt. Die Wichser versuchen es echt durch die Wand. Okay, ich weiß, wo sie sind. Skorpionfalle getriggert. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Nicht gut. Nicht gut. Hab verkackt. Fuck. Wir könnten jetzt so die Rockets ballern. That's fucking it. I have something for you. Look at this, look at this. Fuck, Dreckstrike. Ich kann ihn nicht netzen. Ich komme nicht raus.
war kein Hit. Zermatschi, Zermatschi, Zermatschi! Schnell! Fuck! Okay. So schnell kriegt ihr mich nicht! Ihr verfickte Wurmsöhne! Bye bye! Fuck. Ich bin raus hier, Ficker! Was? Und das war der Tag, an dem ihr beinahe Captain Power Simi gekriegt hättet. Hier bin ich. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, jetzt nachdem ihr das Video gesehen habt. Denn in dem Moment, an dem ich dort am Wasserfall stand, habe ich mich irgendwie so überhaupt nicht wie ein Verlierer gefühlt. Ganz im Gegenteil, ich habe mich gefühlt wie der Gewinner. Und das, obwohl meine Base komplett geradet wurde. Zum Abschluss möchte ich euch noch was mitgeben. Denn wenn ihr eine Sache vom Power Simi lernen könnt, dann, dass es in Ark und in anderen Spielen nicht immer ums Gewinnen geht. Am Ende des Tages spielen wir, um Spaß zu haben. Manchmal muss man sich eben daran erinnern und darf nicht vergessen, dass auch wenn man vielleicht verloren hat, man trotzdem eine Menge Spaß dabei hatte. Ich hoffe sehr, das Video hat euch gefallen und das Warten hat sich gelohnt. Und wenn ja, lasst mir gerne ein Abo da. In dem Sinne, ich hab euch lieb, macht euch einen guten, haut rein und ciao.